Ich bin Britta Schöning und ich bin die Regisseurin von dem Dokumentarfilm Hashtag Widerstand. Ein junger Dokumentarfilm für den SWR. Das war auch mein Abschlussprojekt von der Filmakademie Baden-Württemberg. Ja, der junge Dokumentarfilm ist auf jeden Fall toll, weil die junge Filmemacher fördern und man ganz eigene Themen und ganz eigene Projekte umsetzen darf. Ich porträtiere in meinem Dokumentarfilm Hashtag Widerstand drei sehr unterschiedliche Frauen. Und zwar einmal Helene, eine junge Menschenrechtsaktivistin, die in Athen lebt, in einem besetzten Hotel, zusammen mit 400 Geflüchteten und ein Zeichen gegen die Grenzschließungen in Europa setzen möchte. Und dann Ingrid, eine Anhängerin der neurechten identitären Bewegung in Wien, die gegen Masseneinwanderung und gegen Islamisierung propagiert. Und dann eine junge Poetry-Slammerin, Aisha aus Berlin, die in ihren Texten gegen alltäglichen Rassismus sich einsetzt. Ich glaube, was alle drei Frauen verbindet, ist die Suche nach Zugehörigkeit und nach Identität. Es geht ganz viel um die Darstellung, um die Selbstinszenierung dieser Bewegungen. Und alle benutzen natürlich die gleichen Plattformen, sei es jetzt Facebook oder Twitter oder Instagram oder YouTube. Da muss man natürlich auch aufpassen, weil gerade die identitäre Bewegung diese Mittel sehr gut beherrscht und auch vieles von der linken Szene kopiert hat. Also beispielsweise die Kleidung, die Art, wie sie sprechen oder Aktionsformen. Also sie sagen auch, dass Greenpeace ihr Vorbild sei. Deswegen fällt es auch auf, dass diese drei verschiedenen Bewegungen sehr ähnlich wirken von ihrer Inszenierung oder von den Mitteln, die sie benutzen. Die Message ist eine grundverschiedene. Und da muss man halt auch aufpassen und wachsam sein, was einem da quasi verkauft wird. Das besetzte Hotel in Athen, was auch in meinem Film gezeigt wird, das ist eigentlich schon für sich genommen ein politisches Statement. Also es ist ein praktisches Beispiel dafür, wie man anders leben kann, wie man ein solidarisches Miteinander praktisch umsetzt. Und das ist eben Helene auch sehr wichtig, dass man nicht nur auf die Straße geht und demonstriert oder Parolen ruft, sondern auch zeigt, wie kann es im Alltag denn funktionieren. Und daneben müssen sie natürlich trotzdem demonstrieren gehen oder für diesen Erhalt dieses Hotels einstehen, weil das auch von einer Zwangsräumung bedroht war. Ja, also ich kam immer wieder an meine persönlichen Grenzen auch. Beispielsweise, als wir auf dem Fackellauf gedreht haben. Also diese Führungspersönlichkeiten sind alle sehr gut gebildet, wissen auch genau, was sie sagen, wie sie sich ausdrücken. Man kommt auf jeden Fall in einen guten Dialog. Und dann die anderen Menschen, die da halt mitmachen, die mitlaufen, sind dann schon eher so einschlägig aus der rechten Szene. Heimat, Freiheit, Tradition! Burki, Burki, Endstation! Wo ich auch kurz davor war, mal einen Film, also wo ich überlegt habe, den Dreh abzubrechen. Aber dann dachte ich halt, nee, ich möchte das jetzt schon noch zeigen. Es ist wichtig für den Film, dass ich das mitdrehe. Warm-up machen wir dann zusammen. Was redest du? Hör mir zu. Warm-up machen wir zusammen, okay? Du redest einfach und dann rede ich. Woher kommst du? Aus Berlin. Nein. Woher kommst du wirklich? Ich sage von hier, du lachst. Du lachst mich aus. Wer bist du? Mir das Gefühl zu geben, ich müsste mich schämen. Ich dürfe nicht ich sein, denn der Satz, ich bin von hier, wird dir bei mir nie genug sein. Wann ist der Punkt erreicht, an dem du erkennst, dass ich nicht dazugekommen bin? Ich war schon immer da. Ich wünsche mir jetzt für meinen Film vor allen Dingen, dass ihn viele Menschen sehen, die auch anders denken als ich. Also, dass man ins Gespräch kommt miteinander und sich mit Andersdenkenden auseinandersetzt und beschäftigt. Und auch seine eigene Meinung vielleicht nochmal hinterfragt.